Herzlich willkommen auf unserem ja mittlerweile wiederbelebten YouTube-Kanal. Wir haben uns entschlossen, hier mal wieder ein bisschen mehr Content zu veröffentlichen, nachdem wir ausschließlich auf Instagram unterwegs gewesen sind, aber trotzdem immer wieder gefragt wurden, ja, macht ihr auch mal wieder was für YouTube? Haben wir gesagt, okay. Wir haben eigentlich immer schöne Projekte, die man auch zeigen kann. Und ja, so gerade so in sich geschlossene Themen sind ja immer ganz interessant. So wie auch dieses hier. Ihr seht hier noch einen weiteren Kollegen neben unserem Matthias, und zwar ist das der Sumisch. Der Sumisch kommt aus Südafrika, aus Johannesburg, um genau zu sein. Jetzt versteckt er sich. Ja, da ist er wieder. ganz kurz dazu, viele von euch wissen ja, dass wir auch gerade in der Vergangenheit viel im Ausland unterwegs waren, um dort eben auch technische Trainings für Mercedes AMG durchzuführen. Und die Kollegen aus Südafrika waren ein Markt, den wir ja 3 Jahre hintereinander besucht haben, von 2016 bis einschließlich 2018. Und Sumisch war einer der Teilnehmer, die immer dabei waren. Und der Sumisch, der ist mittlerweile selbstständig, der macht eigentlich dasselbe wie wir, betreibt eine eigene Werkstatt, die spezialisiert ist auf Mercedes-Benz und Mercedes-AMG. Die Werkstatt heißt SG Autoworks. Und ja, er ist da sehr erfolgreich unterwegs, beschäftigt mehrere Mitarbeiter, und er ist hier, weil er uns zum einen besuchen möchte und zum anderen hier auch ein sogenanntes Training on the Job durchführt. Das ist ja quasi ein Mix aus Erfahrungsaustausch und auch tatsächlichem Training, einfach um nochmal ja, seinen eigenen Wissensstand weiter zu verbessern. Aber auch wir können ein bisschen was von ihm lernen, gar keine Frage. Und deswegen ist er heute hier und er schraubt mal ein bisschen mit bei Matthias. Und damit sind wir beim Thema, nämlich der M177 LS1, wie er hier steht. Mal wieder ein 4 Liter V8 Biturbo, den der Matthias, beziehungsweise in dem Fall der Florian, schon mal ausgebaut hat. Mit dem Ziel ja einer Vollsanierung, so wie es gerade aussieht. Matthias wird gleich mehr dazu erzählen. Der Motor stammt aus einem C63S Edition One, also ein sehr frühes Fahrzeug, Limousine, ein wunderschönes Fahrzeug. Und ja, hat aber diverse Problemchen. Und damit übergebe ich das Mikrofon mal an den Matthias, damit er euch hier mal mitnehmen kann, um euch aufzuklären, was hier Phase ist. So, also auch von meiner Seite ganz herzliches Willkommen und Dankeschön fürs Zuschauen. Wie es der Markus eingangs schon erzählt hat, wir stehen hier vor einem M177 LS1 Variante aus dem Jahre 2015. Das ist ziemlich einer der allerersten Motoren. Der Motor ist in dem Fahrzeug jetzt 150.000 Kilometer knapp gelaufen, und natürlich bauen wir den nicht ganz für umsonst auseinander, sondern da gab es ein paar Beanstandungen im Vorfeld dazu. Vor allen Dingen das typische nach dem Kaltstart Geklapper und Gerassel bei dem Auto hier oder bei dem Motor ganz besonders auffällig. Der ist eigentlich nie wieder richtig ruhig geworden. In Verbindung mit unrundem Motorlauf ist er dann mal warm gewesen, haben sich die Geräusche von oben ein klein wenig nach unten verlagert. Also wie gesagt, hier oben war er auch nie wirklich ruhig und hat dann zusätzlich auch noch das Klopfen aus dem Kurbeltrieb bekommen. Das heißt, also auch da wird schon erhöhter Verschleiß vermutlicherweise sichtbar sein. Im Ölfilter selber auch schon Indikatoren, dass wir hier erhöhten Metallabrieb drin haben. Das heißt, den haben wir dann zum Eingangsbefund auch gezogen und haben dann mit dem Kunde gemeinsam beschlossen, dass wir den Motor einmal ausbauen, komplett zerlegen werden. Das ist jetzt der Arbeitsschritt, bei dem sind wir gerade, der Sumisch und ich. Und dann, ich denke, im Lauf des morgigen Tages mal hier den Motor komplett ausgebreitet liegen haben, werden dann in den Detailbefund gehen. Das heißt, wir werden uns mal sämtliche einzelnen Baugruppen, Bauteile auf Verschleiß, auf Zustand und natürlich auch dann auf Reparaturumfang überprüfen und werden gemeinsam mit dem Kunde festlegen, wie gehen wir da weiter vor. Ist mit Sicherheit auch eine ganz interessante Geschichte. Für uns auch sehr interessant, weil es tatsächlich mal einer der ersten AMG-Motoren von dieser Baureihe ist mit so einer hohen Laufleistung. Von daher denke ich auch ein ganz gutes Beispiel, daraus jetzt mal einen Beitrag zu machen, wie verhält sich so ein M177-Motor aus einem sehr gepflegten Fahrzeug, das muss man einfach auch sagen. Aber trotzdem hat er 150.000 Kilometer drauf. Ja, wie verhält er sich dann verschleißtechnisch, und das sehen wir dann im nächsten Video. Was aber so auffällt, wenn man dann zerlegt, Markus, kannst mal mitgehen, dass dann halt doch schon die ein oder andere Baustelle sichtbar wird. Also gerade hier hinten im Bereich linke Zylinderbank sieht man dann sehr deutlich die Kühlwasserspuren. Das deutet natürlich
auf eine undichte Zylinderkopfdichtung hin. Wir haben insgesamt ein paar kleine Undichtigkeiten entdeckt. Der ist also etwas ölig. Und naja, nebendran haben wir halt, wie gesagt, nur das ganze Thema Geräusche. Das ist mal unser Fokus. Und das werden wir im nächsten Video mit euch mal schön bearbeiten. Werden euch dann dazu mitnehmen, wie sieht dieses Ding aus. Von daher sage ich, einschalten für den zweiten Teil lohnt sich. Und das war's mal von meiner Seite. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Dankeschön, Matthias. Ja, Matthias hat es angekündigt, zweiter Teil. Zweiter Teil heißt für euch eine simple Blende. Währenddessen kriegt ihr noch ein bisschen was auf die Augen und auf die Ohren. Und ja, wir zeigen euch ein bisschen das Zerlegen des Motors mit etwas Musik hinterlegt. Also bleibt dran, gleich geht's weiter mit dem Befund. Ich sing nicht. Und da ist er fertig zerlegt, der M177 LS1. Matthias begutachtet noch ein paar Einzelteile und wird uns jetzt mal gemeinsam mitnehmen durch die Reise des M177 nach 150.000 Kilometer Laufleistung. Ich glaube, es gibt auch einiges zu sehen. Ja. Dann würde ich das Mikro doch gerade mal an dich weitergeben und dann nimm uns doch mal mit. Was ist dir aufgefallen? So, also... Wie soll ich sagen? Herzlich willkommen zurück. Also, was ist mir aufgefallen? Ja, der Markus hat es gesagt, wir haben den jetzt komplett zerlegt. Und ich glaube, wir fangen hier mal beim Block an, weil das eigentlich so fast mit der Spannendste ist. Nach 150.000 Kilometer, wie sieht das so aus? Zylinder, Laufbahn, Buchse, das war ja nun bei den Vorgängermotoren tatsächlich immer ein Thema gewesen. Gerade diese Silitec-Buchsen, die, glaube ich, diese Laufleistung gar nicht gut mitgemacht haben. Wie sieht es denn hier bei diesen Nanoslide Buchsen aus, dazu noch Kurbelgehäuse in der stabilen Bauweise Closed Deck. Das erkennt man daran, dass einfach die Dichtfläche mit der Buchse fest verbunden ist, wenn man dann so ein Open Deck hat. Ich weiß nicht, wer es noch in Erinnerung hat, 157, der hat so freistehende Hülsen drin, das sieht man relativ gut außenrum, das Kühlwasser zirkulieren dann.
Ja, das ist nicht ganz so stabil, aber bei dem redet man dann doch von einem ziemlich harten Brocken, wenn man so sagen darf. Und wie der nach 150.000 Kilometer aussieht, würde ich sagen, schauen wir einfach mal rein. Ich beleuchte den jetzt mal. Ich glaube, von unten ist immer so die beste Variante. Dann blendet es auch euch nicht so, also ein bisschen indirekt. Das sieht man sehr schön. Markus kann da gut reinfilmen. Und was man gut sieht, also hochglänzende Oberfläche, ganz typisch für dieses Nanoslide. Diese Laufspuren, ich will sie nicht als Riefen bezeichnen, kann man ganz gut erkennen. Das heißt, die Hubbewegung des Kolbens hinterlässt natürlich auch hier ein paar Kratzerchen. Die Frage, ja, ich nenne es Kratzer, ja, weil es wirklich tatsächlich Kratzerchen sind. Das ist ganz weit weg von kritisch, was wir hier drinnen sehen. Das heißt, diese Spuren der Hubbewegung, das ist eigentlich ganz typisch auf so einer LDS-Beschichtung. Das hat man auch schon nach relativ kurzer Laufzeit und sieht sogar in der Einlaufphase noch schlimmer aus wie jetzt. Was man auch immer mal wieder sieht, das sind so Schattierungen an der Oberfläche hier eigentlich ganz gut zu erkennen. Weißt du, kannst du das gut einfangen, Markus? Ja, ich glaube, das sieht man sehr gut. Genau. Auch das völlig unkritisch. Das sind einfach freigelegte Öltaschen. Das heißt, dieses Coating an der Oberfläche, das ist hochporös. Und wenn der Kolben drüber läuft, dann natürlich hat er minimalen Abrieb in der Einlaufphase und legt dann im Prinzip diese Porosität frei, die dazu dient, dass einfach sich dort Öl einlagert und eine Restschmier-Eigenschaft der Zylinderlaufbahn herstellt, damit der Kolben nicht ganz so trocken läuft. Ja, das ist ja so das Ziel bei dieser ganzen Geschichte hier, dass man einfach sagt, okay, ich möchte eigentlich so wenig wie möglich Flussöl auf der Zylinderlaufbahn haben, damit ich hier ohne viel Widerstand und ohne viel Reibverluste eine relativ hohe Zylinderleistung rausholen kann. Und da ist halt auch sowas ein konstruktives Merkmal. Ja, was haben wir noch gesehen? Eigentlich sonst nichts Untypisches. Also wir haben doch ein bisschen, was sieht man sehr gut, nämlich genau bei dem Zylinder, dass die Kolbenringe nicht mehr ganz gut gesessen sind. Ich weiß nicht, Markus, kannst du sehen? Eine relativ große Fläche, so ein fast rechteckiges Fenster über die komplette Hubbewegung des Kolbens, der überhaupt gar nicht mehr vom Kolben selber oder vom Kolbenring selber berührt wird. Und das auch ein typisches Zeichen, dass einfach die Spannkraft der Kolbenringe verloren gegangen ist. Und das sieht man aber auch sehr schön nach an den Kolben. Zum Ausbau, da sieht man auch sehr schön, dass der Kolben relativ leicht rausgeht. Das heißt, er fällt praktisch von selber dort aus dem Zylinder raus und das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen, dass wir es hier mit, ja, ich sag mal, nicht komplett verschlissenen Kolben, aber hoppala, ja. Aber schon, ich sag mal, ja, die müssen erneut werden. Ja, wenn man jetzt wieder mit dem Auto einfach Leistung fahren möchte, dann macht man hier einen Satz neue Kolben rein. Man sieht auch hier schon ein paar Oberflächenkratzer, was drauf hat. Die Coating auf dem Kolbenhemd wird langsam hell. Ja, das heißt, das verschleißt dann. Und das ist bei den Kolben tatsächlich der Fall. Die erneuern wir. Hier wird es fast silbrig sogar schon im Rand. Von daher, also wir werden den Motor mit 8-9 Kolben bestücken und dann ist der auch wieder richtig gut. Kommen wir zur Kurbelwelle. Die liegt hier auch. Die war eigentlich so ein klein wenig mehr in meinem Fokus gestanden, weil wir ja, wie gesagt, dieses Thema Geräusch haben. Und wenn wir hier mal auf die Kurbelwelle draufschauen, Markus, fassen wir so gerade hier so über die Hauptlagerungsstellen drüber. Was stellst du da fest? Ja, Rill, ne? Die ist schon ziemlich rillig, ja. Also das sieht man auch nachher an den Lagern. Ich zeige euch da mal ein paar Hauptlager. Die hat schon ziemlich viel Partikel mit sich geführt. Das sieht man sowohl an den Hauptlagern als auch an den Bläulagern. Die sind verschlissen. Das heißt, da gab es anscheinend mal irgendwie, was auch immer, einen Partikelverschmutzungsbefall an dem Ding im Ölkreislauf. Wo auch immer der herkommt, ich kann es euch nicht sagen, aber die Kurbelwelle muss definitiv aufpoliert werden. Also man spürt es ganz deutlich, wenn man mit dem Fingernagel drüber geht. Vielleicht seht ihr es, dass der richtig schön hängen bleibt. Ja. Das wird dann aufpoliert, wird neu vermessen und dann werden die Lager in der richtigen Größe verbaut. Die Bläulagerstellen sehen tatsächlich ein bisschen besser aus, aber auch die haben entsprechendes Rillenverhalten. Und da heißt es einfach jetzt neu lagern, aufpolieren die Kurbelwelle und dann ist das auch wieder stabil. Und wenn man sich dann auch die Hauptlagerung anschaut, speziell die unteren,
Da sieht man schon sehr deutlich, was da passiert ist. Ja, also hier in dem Bereich. Also der Motor ist original, ne? Also genau. Das muss man dazu nochmal sagen. Der ist ungetuned. Genau. Der ist einfach nur 150.000 Kilometer normal gefahren. Genau, war. Das sieht man schon, dass der schöne Druckstellen hat. Man spürt es auch, wie das Lager an dieser Stelle schön eingelaufen ist. Und man sieht vor allem auch diese Rillen außenrum, die dort laufen, was sich da schön für Partikel mitgeführt haben. Also das ist ein Thema, müssen wir nochmal auf den Ölkühler dann schauen, wenn wir den Motor wieder in Betrieb nehmen. Also es muss in jedem Fall alles gereinigt, wenn nicht sogar erneuert werden, um hier diesen Restschmutz aus dem ganzen Ölkreislauf rauszukriegen. Ja, also auffällig war tatsächlich das erste und das letzte Hauptlager, das ist aber eigentlich fast immer. Ich glaube, hier war es sogar noch schlimmer, das sind wir fast sogar durch die Gleitschicht durch. Hier kommen wir aufs Trägermaterial, sieht man schon leicht kupferfarbig. Und von daher, also neue Hauptlager rein, Kurbelwelle vorbereiten. Und bei den Bläulagern hatte ich auch ein schönes, lasst mich kurz gucken. Das war es, glaube ich, nicht. Das ist schön. Die sehen allesamt recht lecker aus, oder? Ja, die sind alle durch. Also vor allem auf der Druckseite, ne? Ja, hier sieht man es ja schön auf der Druckseite. Und die haben halt alle im Prinzip, wenn der Verbrennungsdruck anlegt, dort auf dieser Seite, wo der Markus gerade hinfilmt, halt auch die meiste Belastung und da schlagen die einfach ein. Dann erhöht sich das Kolbenspiel und das sieht man auf der anderen Seite auch unten recht deutlich, wenn das Lager nachher wirklich tatsächlich hier sieht man es sehr schön, wenn das Lager anfängt zu viel Spiel zu haben, dass man solche Rattermarken hinkriegt, die natürlich dann auch nicht besonders gut sind fürs Geräuschverhalten insgesamt. Ist das jetzt ungewöhnlich, würdest du sagen, oder ist das, ist das jetzt ein normales Verschleißbild? Ist das jetzt ein riesiges Problem, wo man jetzt sagen muss, okay, da das ist absolut tödlich und ja, du weißt, was ich meine. Also Zuverlässigkeit von so einem Motor im Allgemeinen. Nee, wir müssen es unter zwei anderen Gesichtspunkten sehen. Also Zuverlässigkeit sowieso, Betriebssicherheit, das heißt, wäre der Motor noch weiter gelaufen? Ja, wäre er. Bis zu einem gewissen Grad, wo natürlich nachher irgendwann anfängt der Verschleiß so weit fortzuschreiten, dass wir auch Öldruck verlieren über die Schmierflächen oder über die Hauptlagerstellen. Und dann tut es halt relativ schnell in der Endkonsequenz dort irgendwann festgehen. Das heißt, dann verlieren wir einfach den notwendigen Öldruck, um die Kurbelwelle am Schweben zu halten. Dann reibt die auf dem Metall und irgendwann ist das halt ein Reibschweißverfahren und dann ist das Ding fest. Fertig. Wäre passiert. Wann das ganz genau passiert wäre, kann ich euch nicht sagen, aber der ist ja schon so ziemlich fortgeschritten, also dass die Anfangserscheinung diesbezüglich hatte. Ist das ungewöhnlich? Nein, ist es nicht. Ich hatte es vorhin gesagt, der Motor wäre weitergelaufen. Das hätte eigentlich, ich sage mal, den Laufverhalten selber keinen Abzug, Nachteil gebracht. Was aber von dem Motor nicht mehr erwartet werden kann, das ist einfach Performance. Ja, das heißt also, das Ding ist mal irgendwann mit 510 PS gebaut und so abgestimmt. Wenn man den auf die Rolle gestellt hätte, hätte der mit Sicherheit aufgrund schon auf der fehlenden Dichtheit der Zylinder und natürlich auch all dieser ganzen Summe von fortgeschrittenem mechanischen Verschleiß mit Sicherheit nicht mehr die volle Leistung gebracht. Ganz schlimm sieht es im Bereich Zylinderkopf aus, zeige ich euch nachher. Da geht es einfach weiter. Gut, ich würde auch sagen, wir gehen einen Schritt weiter. Das heißt, Ölwanne. Ja, nichts Auffälliges, muss natürlich auch sauber gemacht werden. Bei den Zylinderköpfen sieht man ziemlich schön, also unterschiedliche Färbung, Einlass, Auslassventile, ist klar. Wenn der Markus ein bisschen von vorne drüber filmt, dann seht ihr sehr schön die unterschiedliche Höhe der beiden Einlassventile. Das heißt, also da sind auch die Ventilsitzringe teilweise schon gesetzt. Das heißt, das führt dann dazu, dass im Bereich der Ventile auch schon Undichtigkeiten entstehen. Die Köpfe werden natürlich von uns auch komplett durchrevidiert. Das heißt, die werden zerlegt, dort werden die Führungen geprüft, dort wird der Ventilsitz geprüft. Und wenn dort Auffälligkeiten sind, wird so ein Kopf einmal komplett durchsaniert. Wie das aussieht, zeige ich euch jetzt. Ja, ihr habt das Bild noch im Kopf. So sah der Kopf aus und so sieht er aus, wenn wir mit dem fertig sind. Das heißt, das wird alles komplett Ultraschall gereinigt, die Ventile ausgebaut, befreit von ihrem ganzen Ablagerungen, die haben. Die Ventilsitzringe werden neu vermessen, neu eingeschliffen, die Ventile auf gleiche Höhe gebracht und dann wird das ganze Thema mit neuen Dichtungen und wahrscheinlich auch mit neuen Führungen wieder zusammengebaut. Und dann läuft er auch wieder schön. Ja, was man auch schön sieht, ihr habt es vorhin gesehen, anfänglich habe ich mich hier noch ein bisschen aufgehalten, auch die Nockenwellen weisen bereits schon ein bisschen so ein Laufspuren, ja, Rillenverhalten auf. Also in einzelnen Nocken ist es ein bisschen ausgeprägter. Die Lagerstellen gehen sogar noch, wobei die hier ist, naja, nicht so schön.
muss ich mir überlegen, ob ich da was mache. Die habe ich noch nicht ganz fertig durchgeprüft, wobei ich glaube hier, also die Nockenwelle werden wir nicht weiter verwenden. Also da sind einzelne dabei, da müssen wir bestimmt was machen. Also ihr seht schon, auch in dem Bereich muss man ganz, ganz, genau hinschauen, damit man dann da auch den Motor wieder so baut, dass der wieder die nächsten 150.000 Kilometer sauber macht. Steuerketten, gut, nach 150.000 Kilometern nehmen wir die natürlich nicht wieder. Ja, das prüfe ich auch nicht mehr. Ja, natürlich könnte ich jetzt sagen, okay, ich lege die jetzt über eine über ein gleiches rundes Bauteil, beispielsweise einen Schraubendreher, eine neue und eine alte, und gucke, wie weit hat die sich gelenkt. Aber das schenke ich mir ganz einfach, weil so eine Kette kostet jetzt kein Geld und die macht man einfach neu. Genau wie das hier. Das sind noch die Spannschienen, also die Kettenspannschienen für die Sekundärketten, jeweils linke, rechte Zylinderbank in der ursprünglichen Ausführung. Das ist diese Metall-Kunststoff-Ausführung und die wird jetzt ersetzt gegen Vollkunststoff. Das zeigen wir euch dann, wenn wir den Motor zusammenbauen. Wo sind da dann die Unterschiede? Welche Vorteile gibt das? Ja, vor allem im Bereich Geräuschverhalten und aber auch Langlebigkeit ist das einfach ein Muss, dass wir die hier rausschrauben. Sowas wie Kettenspanner und so Sachen, redet man nicht davon, wird natürlich alles erneuert. Ja, was haben wir noch? Die Kraftstoffanlage liegt hier noch, die Hydrostößel mal sicherheitshalber in Öl eingelegt. Geprüft habe ich sie beim Ausbau, die waren aber tatsächlich alle mechanisch stabil. Und solange die sind, werde ich jetzt auch nicht pauschal sagen, die werden wir erneuern. Wahrscheinlich die Clips werden wir alle neu machen, um die Hydrostößel mit den Rollenschlepphebeln zu verbinden. Aber der Rest sah eigentlich ganz gut aus. Ja, okay, also ich denke mal, das war auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr umfassender Einblick, auch mal für euch jetzt, wie so ein Motor nach 150.000 Kilometer Normalbetrieb ohne Tuning eben aussieht. Mhm. Daraus kann man sich ein Stück weit herleiten, wie sowas aussieht. Das haben wir ja auch schon ein paar Mal gesehen, auf Insta auch schon mehrmals gezeigt, wie heftig sowas aussehen kann im Verschleißbild, wenn der Motor dann auch noch getuned ist. Mhm. Oder viel Kurzstrecke noch in Verbindung dessen kriegt und so weiter und so fort. Das kann man sich ein bisschen ausmalen. Ja, summa summarum haben wir jetzt hier einiges zu tun. Genau. Wir haben die Freigabe vom Kunden dafür auch bereits erhalten. Das gehen wir jetzt zeitnah an. Und ja, wir werden euch mitnehmen und zwar dann tatsächlich bei Teil 2 dieser Serie zu diesem Motor hier, diesem M177 LS1. Dort werden wir euch dann neuen Bauteile zeigen, die revidierten Bauteile, sprich auch die Zylinderköpfe und so weiter, alles nochmal vorstellen und beschreiben, zeigen, was auch immer. Das volle Programm und natürlich auch den Zusammenbau des Motors inklusive der Inbetriebnahme im Auto. Müssen noch ein paar Teile vermessen werden natürlich. Ja. Das kommt jetzt auch noch in der Folge. Das heißt, wir machen jetzt erstmal eine Grobreinigung. Vermessen dann nochmal so ein, zwei Bauteile, gerade so das Thema Zylinderlaufbahn, Auffälligkeit und was man halt standardmäßig alles so macht. Kurbelwelle, hatte ich ja vorhin schon gesagt, die wird instand gesetzt, die wird aber auch gewuchtet. Das heißt, alles das, was man machen sollte, wird alles jetzt mit erledigt. Hauptsächlich jetzt mal Reinigungsarbeiten. Und wie es dann der Markus sagt, wir werden euch dann mal zeigen, was wird dann tatsächlich von uns auch alles dann erneuert werden. Inklusive Dichtung, Verschraubungsmaterial, Kolben hatte ich schon genannt, vielleicht Nockenwellen, das muss ich jetzt gleich nochmal ganz genau anschauen. Und das ist, glaube ich, der Einstieg dann für den zweiten Teil. Und dann werden wir das Thema abschließen mit der Inbetriebnahme. Ja, in dem Sinne, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Drückt auch auf die kleine Glocke. Ihr kennt die Sprüche, das sagen alle YouTuber. Wir sagen das jetzt auch. Genau. dann verpasst ihr nämlich auch nichts, wenn was Neues kommt. Wie eingangs schon gesagt, möchten wir dem Kanal jetzt insgesamt auch neues Leben einhauchen. Mhm. Und ja, immer mal wieder neuen Content posten. Wie häufig das sein wird, das wird der Alltag bestimmen und kein Algorithmus. Und von daher verabschieden wir uns jetzt erstmal an der Stelle und freuen uns dann, euch bei Teil 2 bei diesem Motor mitzunehmen und sagen bis dahin erstmal Danke. Tschüss und bis bald. Genau. Dankeschön.